Willkommen zurück zum letzten Part Remember Me. Und Morris darf jetzt wieder spielen. Genau, jetzt ist ja auch von mir wahrscheinlich zur letzten Aufnahmesession, wo ich jetzt dran bin. Ja, das ist das grande Finale und das sieht ziemlich geil aus gerade. Selbst die Spiegelung im Boden sieht mal ganz gut aus. Ausnahmsweise mal. Erzähl mir von meinem Vater, Edge. Charles Cartier Wells hat sich jahrelang eingeigelt und träumt von einer idealen Zukunft. Hier wurde H3O konzipiert. H3O? Memorized zentraler Server. Dort sind all diese Erinnerungen gespeichert. Warum kriegen wir jetzt danach das jetzt erklärt? Wir müssen uns das gleich echt nochmal angucken. Dich hineinzulassen. Woher Sepp das wusste. Bringen wir es hinter uns. Wer hat auch gegoogelt, ja. Ja, aber so schnell. War da ein Cut drin? Ich weiß nicht, sah ein bisschen so aus. Naja. Es geht weiter. Ach du Scheiße. Da stand unser Name. Nillen. Steht da mehrmals. Okay. Ach du Scheiße, das sieht ja voll sick aus. Warum muss ich denn jetzt hoch? Mein kleines Schlauchchen. Bitte, lass mich arbeiten. Komm, Papa. Spiel mit uns. Okay. Aber nur kurz. Ach ja, scheiße, wir haben ja einen Bruder. Ich so, hä, wer ist denn der Typ? Wer ist das? Diese Stimmen? Dein Vater. Er behielt viele deiner Kindheitserinnerungen für sich. Das ist ekelhaft. Hallo. Genie und Verzweiflung. Eine gefährliche Mischung. Okay. Ich muss D drücken, um nach links zu kommen. Ja, das ist selten bescheuert. So. Okay, jetzt muss ich mich hier erst runterlassen, um dann rüber zu kommen. Aber es ist ein Fehler, deiner Familie den Rücken zu gehen. Ich helfe dir, Schatz. So. Was passiert denn da in der Mitte? Bilder und Namen. Ja. Und zwar die Namen von unserer Mutter, von unserem Vater und uns. Wahrscheinlich nur unser Bruder, ne? Habe ich noch nicht gesehen. Guck mal in die Mitte. Ja, ich kann nicht. Nö, da ist kein Bad Request. Lauf mal in die Mitte. Ja, macht sie gerade schon alleine. Jax. Okay. Ich sehe nur blasse Fragmente meines Lebens. Lautlos, fade, dumpf und tot. Mach das Familienalbum später fertig. Charles ist in der Nähe. Du hast es fast geschafft, Schwester. Der Albtraum ist fast vorbei. Er liegt da. Lol. Da stimmt was nicht. Ich bin sicher. Was ist das? Mein Vater. Seine Arbeit ist sein Leben. Und ich soll ihn überzeugen, es zu zerstören. Seine Arbeit war der einzige Weg, das Leben zu retten, das er so sehr liebte. Was meinst du? Schau dich um. Schmerzliche Erinnerungen zu löschen. Einen Autounfall zu vergessen. Mein Gott, er tat all das für mich. Und du bist der einzige Mensch auf der Welt, der ihn überzeugen kann, es zu Ende zu bringen. Ich kann alles. Alle wieder hinkriegen. Ich brauche nur etwas mehr Zeit. Nur etwas mehr Zeit. Nun soll er seine eigene Medizin schmecken. Okay, dann wollen wir doch mal. Oh nee, nicht schon wieder mixen. Aber das Mixen bringt Spaß, finde ich. Das bringt Spaß, aber das ist so nervig mit dem scheiß Gedreher. Ich finde, das Mixen ist aber das Beste an dem Spiel. So, ist so scheiße. Okay, was geht jetzt ab? So, erstmal gleich gucken, was wir machen müssen. Der erste Remix. Alles klar.
Kommt Mami bald heim? Sehr bald, mein kleines Schlauchchen. Mami mag Jax nicht mehr, weil er böse war. Schön ruhig. Ich mache alles wieder gut. Mamis Bein heilt nicht mehr. Es ist zu spät. Oh, das kriegen wir auch noch hin. Aber jetzt helfe ich erstmal meiner Kleinen. Nille? Na, wie fühlst du dich? Meinst du, Mami hasst Jax? Nein. Warum? Hat er was Böses gemacht? Nein. Nein, hat er nicht. Nur geh wieder spielen, ab mit dir. Okay. Daddy hat zu tun. Hab dich lieb, Papa. Ja, das ist auf so vielen Ebenen falsch, ne? Scheiße. Aber Jax ist echt cool. Ja, das stimmt. Ich habe es, Silla. Ein Heilmittel gegen das Elend. Damit lindere ich deinen Schmerz. LSD. Und wir werden wieder glücklich. Und dann... befreie ich die ganze Welt vom Schmerz. Und es ist immer noch fucking asynchron. Ja, aber das ist das ganze Spiel. Was ich... Was? Das wird geil. Alter. Aber ich muss erstmal Ewigkeiten... Maustaste drücken. Okay, das war die falsche. So, was ich sagen muss, ich kann den Vater halt auch irgendwie schon verstehen, ne? Ja, aber das ist... Nee. Ja, ich weiß, das ist komplett der falsche Weg. Und dann zu sagen, ja, okay, wir brauchen die ganze Menschheit dafür. Und so. Vor allem, es geht auch komplett ohne. Ich meine, das hilft ja gar nichts. Außer vielleicht bei so posttraumatischen Belastungsstörungen bei Soldaten oder so ein Kram. Ja. Aber sowas, mein Gott. Halt, stopp. Ich glaube, das war auch das Einzige, was ich machen konnte. Ja, ist es auch. Jetzt musst du im Remix remixen. Ach du Scheiße. Ja, komm, jetzt der Wagen nochmal. Ach du Scheiße. Nicht schon wieder. So. Silla, Liebling, ist alles in Ordnung? Du solltest schon seit Stunden zu Hause. Meinst du, können die gleichen Sachen nur machen? Sie bauen, Marmelle, Rick. Ich musste einen Umweg über Neubelville nehmen und der Verkehr war schlimm. Hast du Jax gefunden? Jax? Ja, hab ich. Und nächstes Jahr organisierst du den Geburtstag. Deine Tochter ist unmöglich, seitdem sie weiß, dass sie ein Geschenk kriegt. Darf ich ihn haben? Bitte! Ich war den ganzen Tag im Labor. Hattest du Zeit, mein Memo über die Memorial-Therapie zu lesen? Einkaufen mit Mami. Hallo, mein kleines Schlauchchen. Sei brav bei deiner Mutter, ja? Charles, Schatz, ich denke nicht, dass die Kunden deine Idee gut finden. Ich glaube, Gedächtnisse speichern macht wirtschaftlich mehr Sinn. Kannst du auf den Handy Stell dir die Möglichkeiten vor. Das menschliche Gedächtnis steuern. Reden wir morgen drüber, ja? Jetzt denke ich, ist es besser, wenn deine Tochter vergisst, dass heute ihr Geburtstag ist. Wir könnten was zu essen mitnehmen. Ich wunderte mich, warum es so ruhig war. Den Satz verstehe ich bis heute nicht. Strafen, meine Liebe, aber ihr beiden seid so süß zusammen. Lösen Sie einen Erinnerungsfehler aus. Was soll das genau bedeuten, Erinnerungsfehler? Irgendwas, das nicht in die Erinnerung passt.
tippe auf, wir können tatsächlich nur genau die gleichen Sachen machen wie früher auch. Was passiert denn, wenn wir einfach mal gar nichts machen? Mach mal gar nichts. Spul nur vor. Stopp. Stopp. Nillin braucht aber trotzdem Jax, weil sonst rempelt sie ihre Mutter an und ihre Mutter wird aufmerksam. Worauf? Auf Nillin. Und schnallt sie dann wieder an. Ja, ich kann auch das nicht verhindern. Boah, ey. Nein. So, einmal. Erstmal wieder voll Fukushima. What the fuck? So. Bei deiner Mutter. Jetzt denke ich, ist es besser, wenn deine. Wir müssen aber unsere Mutter noch irgendwie dazu bringen, einen Unfall zu bauen, ne? Ja. Ist jetzt Pause, ja, kein Unfall. Ich versuche gerade zurückzuspulen, aber irgendwie will er nicht. So. Nein. Will dich verarschen. So. Steckdose Kurzschluss. Ah, ich hätte vielleicht auch den Becher machen müssen. Ja. Nein. Egal, mach jetzt mal weiter. So. Gucken wir einfach erstmal, was passiert. Aber. Okay, und zurück. Wir müssen ja irgendwie einen Unfall bauen. So, und noch einmal ganz an den Anfang. Schön weit zurück. Yippie! So. Einmal. Bam. Nein, 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 nein. Motherfucker, lass mich jetzt das machen. So. Lösen. Sehr gut. Soll ich den Display dann auch machen? Nein, ne? Brauchst du eigentlich nicht. Oder soll ich einfach? Die bauen am Meeriferik. Ich muss dann. Weil noch mehr Strom, weißt du? Über Neubel will nehmen und der Verkehr war. Na, das ist eigentlich nicht wichtig, denke ich. Okay. Dann lassen wir das mal. Nein, 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 stell dir die Möglichkeit. Jetzt. So. Das doch auch könnte. Das menschliche Gedächtnis steuern. Hast du Hunger? Hast du Hunger? Ist hier vielleicht noch irgendwas, weil irgendwie. Weißt du, weil hier ist ja. Sie hat sich schon wieder kein Unfall gebaut, oder was? Also, nee, bis jetzt noch nicht, aber ich glaube, da wird auch nichts mehr so großartig kommen. Nein. Oh, fuck that. Weißt du, sie kann ja großartig gar nichts machen. Dann muss ich den Bildschirm vielleicht doch machen. So. Oder doch so, dass Nille nervt. Die bauen am Meeriferik. Ja, aber ich kann das, was er nicht macht, widerrufen. Und der Verkehr war schlimm. Ja, er macht dir nur die Tasche auf, ne? Ja, aber ich kann ihn auch nicht deaktivieren oder aktivieren oder Tasche zumachen oder sowas. Aber was können wir denn noch alles machen, ist die Frage. Nein, ach, scheiße. War schlimm. Du bist der Beste! So, weiter vorspulen und jetzt ist nur noch das Ganze am Schluss, ne? Und stopp! Fuck, immer die Sekunde zu spät. Nein, 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 zurück. I don't get it. Schon mal ganz an Anfang. Machen wir das doch mal. Wenn wir nur diese vier Sachen machen. So wie ich es bis jetzt gesehen habe, ja. Ich bin gerade schon am schnell zurückspulen, deswegen dauert immer ein bisschen.
So, dass der Anschneider nicht da ist, juckt halt auch keinen. So, lassen wir einfach mal laufen. Und mal gucken. Also, der Becher kann ich machen. Anschneller kann ich machen. Habe ich den Becher ganz am Anfang gemacht? Ja, hast du. Hast du. Wir lassen einfach mal einfach durchlaufen, vielleicht sehen wir noch was. Jetzt müsste der LED-Bildschirm kommen. Ich musste einen Umweg über Neubelville nehmen und der Verkehr war schlimm. Ja. Hast du Jax gefunden? Jax! Ja, hab ich. Und nächstes Jahr organisierst du den Geburtstag. So, mal deine gucken, können wir noch was machen? Seitdem sie weiß, dass sie ein Geschenk kriegt. Darf ich ihn haben? Irgendwas bei ihm vielleicht? Ich war den ganzen Tag im Labor. Hattest du Zeit, mein Memo über die Memorial-Therapie zu lesen? Schatz, ich denke nicht, dass die Kunden deine Idee gut finden werden. Ich glaube, Gerechtigkeitsspeicher macht wirtschaftlich mehr. Da, da. Wo? Auf der Autofrontscheibe. Zurück. Weiter zurück. Weiter, 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 weiter zurück. Du hast es gesehen, ne? Ja. Boah, Alter, das ist ja auch mal echt ein Atom, ey. Okay, also alles nochmal auf Anfang. Ja. Hallo. Und halt wieder so machen, dass der Kaffeebecher umkippt und sie auf jeden Fall den Unfall baut. Okay. Dann nochmal komplett zurück. Okay. Gut, Kaffeebecher. Boah, Alter, Game, fick dich ins Knie. Reaktionszeit von gleich 0. Nee, ich spiel gleich Scheiße von gleich 1000. Motherfucker! So. Nein, 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 nein. Der Anschneller muss weg. Dürfen wir hier denn schon Dylan töten? Ja, denke ich mal. Das hast du den Anschneller jetzt weggemacht? Nein. Ja, das kommt jetzt, aber. Es kam vorher. Es kommt direkt nach dem Becher. So, dann einmal das hier. Alles in Ordnung? Musst du den Bildschirm überhaupt anmachen, ist die Frage. Ich glaube nicht, oder? Weiß nicht. Mach nicht. Okay. Dann. Kommt jetzt die Scheibe? Echt? Aber ich hab noch. Ach nee, jetzt nach Jax kommt die Scheibe. Das ergibt irgendwie noch gar keinen Sinn. Warum? Jetzt baut sie den Unfall? Kaffee. Ja, aber der Strom ist noch gar nicht dingens. Das ist erst der ganze. Okay. Was will das Spiel mir sagen? Dass wir anscheinend doch Nillen töten sollen, auch wenn es eigentlich jetzt nur hieß, sie sollen die Erinnerung verändern. Das heißt noch den LED-Bildschirm. Das ist das Einzige, was mir gerade einfällt, ja. Sie bauen mehr Referik. Ich musste einen Umweg über Neustadt. Naja. Schön, wie viel gerade geredet wird, ne? An Background-Geräuschen da so drin ist. Die Frau hört auf ihren Mann, aber verlässt ihr Kind. Der Mann bewundert seine Frau, aber hört ihr nicht mehr zu. Das Kind liebt seinen schützenden Vater, aber auch seine Rabenmutter. Ah. Nettes Familienporträt.